Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, besser als mir. Ich will mich nicht beschweren oder so, aber die letzten Tage war es einfach unbeschreiblich warm hier in Dortmund. Und ihr könnt euch vorstellen, wie warm es da oben war. Und zu alledem könnt ihr das sehen. Ich wurde einfach komplett zerstochen von irgendwelchen Mücken. Es juckt einfach überall und zudem, guckt euch mal meine Haare an, mein Bart, nichts gemacht. Ich sehe aus wie der letzte. Ich glaube, das müssen wir erstmal ändern. Das sieht doch jetzt hier schon mal viel besser aus. Haare geschnitten, Bart gemacht, vernünftiges Outfit an. Und vor allem darf natürlich auch nicht der Espresso fehlen, den ich jetzt hier an dieser Stelle einmal schlürfen werde. Die Mückenstiche sind zwar immer noch da, aber das soll uns nicht davon abhalten, uns das ein oder andere Outfit anzugucken, wo ich sage, da hätte ich vielleicht das ein oder andere Teil anders kombiniert oder anders angezogen. Denn hier auf diesem Kanal haben wir ja bereits das Format, wo wir uns immer drei Marken angucken, wo ich der Meinung bin, die sind jetzt nicht mehr so das Nonplusultra. Natürlich das Ganze subjektiv von mir vorgetragen. Das Ganze ist nur meine Meinung. Und wie bereits erwähnt, bei den Marken, da kann man meistens nicht alles über einen Kamm scheren, denn von jeder Brand gibt es coole und weniger coole Pieces. Und genauso ist es auch bei den Outfits. Und da kam in der dritten Folge von diesem besagten Format der Kommentar, dass wir uns doch mal zusammen Outfits angucken sollten, die vielleicht nicht ganz meinem Geschmack entsprechen. Und das habe ich tatsächlich heute mit euch vor. Wir werden uns heute ein paar Outfits angucken, die, naja, ich sag mal vorsichtig, wie sag ich es denn vorsichtig, nicht meinem Geschmack entsprechen. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Und als allererstes hätten wir hier einen Kollegen, der ein schwarz-gelbes Off-White-T-Shirt anhat. Erstmal nichts Negatives dran auszusetzen. Ich persönlich finde, dass diese Off-White-T-Shirts jetzt einfach total ausgelutscht sind. Aber das ist noch irgendwo vertretbar. Ich meine, hätte ich meins nicht auf Le Bazaar verkauft und hätte für das Ding 250 Euro ausgegeben, dann würde ich es definitiv auch noch im Sommer tragen. Einfach, weil man dafür extrem viel Geld ausgegeben hat. Versteht ihr, wie ich meine? Dazu dann noch eine schwarze Jeans. Man kann so leichte Ansätze erkennen, dass das eine Ripped Jeans ist. Dann an den Füßen die Nike Off-White Collab, die Prestos, die ich extrem krass finde. Also das ist auf jeden Fall noch ein paar Schuhe, denen ich mir definitiv irgendwann noch zulegen muss. Und auf dem Kopf eine D-Squared Cap, wahrscheinlich die alten Cap. Und da hört der Spaß dann auch für mich auf. Das ist so, ja, das kleine Tröpfelchen, dass das fast zum Überlaufen bringt. Denkt ihr jetzt vermutlich? Nein, meine Freunde. Denn was viel schlimmer ist, ist der Kollege neben ihm. Das ist einfach ein Hund, der dazu genötigt wird, exakt das gleiche T-Shirt anzuhaben, wie der Typ neben ihm. Die Dinger, wie bereits angesprochen, kosten 200-300 Euro. Und da kommt jemand auf die Idee, nicht nur eins zu bestellen, sondern zwei und dann auch noch für seinen Köter. Don't get me wrong, ich habe absolut nichts gegen Hunde, aber ich finde diesen Schritt, ein Kleidungsstück und dann auch noch von Off-White für einen Hund zu kaufen. Es sieht im Übrigen danach aus, als wäre es der Hoodie. Ist einfach way too much. Deswegen für mich ein absolutes Worst Fit bzw. Foto. Um nochmal diese ganze Off-White-Thematik aufzugreifen. Ich habe nichts gegen die Marke. Ich finde da wirklich einzelne Pieces extrem cool. Sonst hätte ich mir auch vermutlich nicht diesen Off-White-Schlüsselanhänger für meinen Autoschlüssel gekauft. Aber man muss halt immer so ein gesundes Maß einhalten. Der Kollege übertreibt einfach komplett. Der hat an jedem Kleidungsstück, sowohl am Hoodie, an der Hose und an den Schuhen irgendwelche schwarz-weißen Streifen. Ich meine, ich habe jetzt auch ein gestreiftes Hemd an, aber dann ziehe ich halt nicht eine gestreifte Hose, sondern eher eine schlichtere Hose an. Und wenn der Kollege hier meinen Kopf bis Fuß im Zebrastreifen-Look rumzulaufen, dann muss er sich nicht darüber wundern, dass er hier in dieses Video kommt. Und es muss auch nicht immer dieser Off-White-Flex sein. Ich meine, das haben wir jetzt alle schon zu Genüge gesehen. Zieht ein Piece von Off-White an. Das sollte dann reichen. Aber der nächste Kollege hier, auch wenn er nichts von Off-White anhat, meint es ziemlich ernst zu meinen mit seinem, ich weiß gar nicht, was das ist. Wir fangen einfach mal oben an. Das sieht aus wie eine Cap mit so Spinnen drauf. Dann eine Brille, ich meine, das ist eine von Louis Vuitton, einen roten Cardigan, darunter einen weißen Turtleneck, zwei, drei goldene Ketten, ein YSL-Gürtel, der zu 99,9% fake ist und dazu dann diese typischen Biker-Jeans von Balmain, die aber wahrscheinlich von irgendeiner No-Name-Brand ist, die die Sachen von AliExpress eingekauft haben, das Neck-Label von dem Fake Balmain rausgeschnitten haben und sein eigenes Brand reingenäht haben. Also das ist so dieser typische Fall. Ich war im Süden im Urlaub und habe mich in irgendeinem Bazar von Kopf bis Fuß einkleiden lassen. Anders kann ich mir dieses Outfit beim besten Willen nicht erklären.
Aber wie gesagt, Freunde, eure Meinung mal gerne unten in die Kommentare. Für die erste Episode von diesem Format will ich auch gar nicht zu viele Leute mit in dieses Video nehmen, sondern erstmal warten auf euer Feedback. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, ob ich dieses Format öfters bringen soll. Als Abwechslung zu dem Worst Brand Format soll ich das öfters bringen oder sagt ihr, nee Patrick, du, von diesen Outfits kriege ich nur Kopfschmerzen, deswegen lass es lieber sein. Wir sehen uns am Samstag mit einem neuen Video um 12 Uhr. Ich bin raus und ich muss jetzt erstmal zu Kelly gehen, denn er hat heute Geburtstag.